Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute zum ersten Mal im Jahre 2021 hier wieder mit unserem Backtalk. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Corona prägte ja auch die Zeit zwischen den Jahren. Es ging vor allen Dingen um Impfungen, Impfstrategien und es ging um Lieferengpässe. Und die Frage, wie denn der Impfstoff für alle zugänglich gemacht werden kann, prägt natürlich jetzt die Diskussion. In welchem Maße, wer zuerst oder sollten sogar die Patente freigegeben werden? Fragezeichen. Dafür habe ich mir einen interessanten Gast eingeladen, Achim Kessler, Mitglied im Deutschen Bundestag für die Fraktion Die Linke, also unserer Partei. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher, kommt aus dem Bundesland Hessen und war in Frankfurt am Main kommunal aktiv, hat in Marburg studiert und auch promoviert. Zu Ernst Blochs Ästhetik, habe ich mir sagen lassen. Nun, ob es darum jetzt hier auch geht, weiß ich noch nicht. Achim, deine Überlegungen und Forderungen einer breiten Lizenzierung von Corona-Impfstoffen gingen ja durch alle Medien. Und die Bundesregierung soll nach unserer Forderung, nach deiner Forderung, Lizenzen zur Produktion zwangsweise vergeben. Wie stellst du dir das denn eigentlich genau vor? Und kann so tatsächlich mehr Impfstoff produziert werden als derzeit? Also wir erleben im Moment ja eine sehr kleinteilige Diskussion darüber, wer wann welche Chargen von Impfstoffen bestellt hat oder auch nicht bestellt hat. Wir hatten dazu diese Woche auch zwei Sondersitzungen im Deutschen Bundestag. Und ich kann ehrlich gesagt die Debatte, die im Moment von der FDP, aber auch von der SPD aus unserem Vorstoß gemacht wird, nicht nachvollziehen, weil das genau an dem Kern vorbeigeht. Es geht nicht darum, wer welche Charge bestellt hat oder nicht bestellt hat, sondern es geht darum, und das ist das Versagen der gesamten Bundesregierung, um das nochmal zuzuspitzen, dass man hätte von Anfang an planen müssen, in dem Moment, in dem erste Impfstoffe zugelassen sind, als wirkungsvoll, dass man von Anfang an hätte planen müssen, die Produktion und vor allem die Erhöhung der Produktion. Weil wir sind einfach in dieser Pandemiesituation nicht in einem, das ist nicht eine Situation, in der es darum geht, was weiß ich, einen Engpass an Zimtschnecken zu beheben oder irgendwie sowas, sondern eine Pandemie bedeutet, dass Millionen von Menschenleben auf dem Spiel sind und dass im Moment die gesamte Weltwirtschaft stranguliert wird mit unglaublichen sozialen Folgen. Das haben wir hier in Deutschland, das ist aber in anderen Ländern noch sehr, sehr viel schlimmer, sodass meiner Meinung nach, und das ist meine zugespitzte These, alle Mittel ergriffen werden müssen, um sicherzustellen, dass wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich Impfstoffe erhalten, um eben die gesamte Bevölkerung nicht nur in Deutschland, sondern explizit auch in allen anderen Ländern impfen zu können. Und dazu hat die Bundesregierung selber die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, nämlich mit dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz. Damals wurde eingeführt, das ist im Übrigen auch der Grund gewesen, warum die Linksfraktion sich zu diesem ersten Bevölkerungsschutzgesetz enthalten hat und nicht es abgelehnt hat wie alle anderen. In diesem ersten Bevölkerungsschutzgesetz stand drin, dass die Bundesregierung eingreifen kann in die kapitalistische Wirtschaft, in die kapitalistische Produktion, um Medikamente, aber auch Impfstoffe produzieren zu lassen. Sie kann Firmen zwingen, Lizenzen an andere Firmen zu vergeben. Sie kann sogar Produktion anordnen, also praktisch das Regiment über bestimmte Firmen oder Produktionsstätten übernehmen. Und es ist völlig unverständlich, dass die Bundesregierung dieses gesetzliche Instrument, das sie selbst geschaffen hat, jetzt nicht nutzt, um so schnell wie möglich einfach wieder einen vernünftigen, lebenswerten Zustand herzustellen. Du sagst, du kannst es nicht nachvollziehen, warum das jetzt nicht genutzt wird, wozu es eigentlich juristisch, so sagst du, im ersten Bevölkerungsschutzgesetz die gesetzliche Grundlage dafür gibt. Ja, warum eigentlich nicht? Kannst du dir was vorstellen? Also ich habe die Frage an Gesundheitsminister Spahn im Dezember zum ersten Mal gestellt, ob er das vorhat, ob er das plant. Und er hat mir gesagt, dass er das nicht vorhat. Das hätte zum einen damit zu tun, dass es zu lange dauern würde, solche Produktionsstätten umzurüsten. Da kann ich immer nur dazu sagen, ja, wenn man nichts tut und immer zuwartet, dann ist es irgendwann mal, hat es zu lange gedauert. Das heißt also, man hat sich da selber ein Problem geschaffen. Und dann hat er gesagt, dass also die Herstellung von Impfstoffen, zumal dieser RNA-Impfstoffe, das sei ja kein Plätzchenbacken,
sondern das seien hochkomplexe Produktionsprozesse und das könne eben nicht an sehr vielen Standorten durchgeführt werden, hat aber im gleichen Atemzug gesagt, dass er selber vermittelt hat, dass eben jetzt BioNTech diese Produktionsstätte in Marburg von Novartis, das ist ein Schweizer Pharmakonzern, abkauft, um eben dort die Impfstoffe produzieren zu lassen. Und er hat heute im Gesundheitsausschuss bei der Sondersitzung gesagt, dass die Geschäftsleitung von BioNTech mit sehr, sehr vielen Firmen im Gespräch ist, um eben die Produktionskapazitäten auszuweiten. Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, dann heißt es für mich, das Problembewusstsein war da, aber sie scheuen sich, die Bundesregierung scheut sich, dieses Gesetz anzuwenden, weil das natürlich bei der Pharmalobby nicht beliebt ist. Die Pharmalobby hat gar kein Interesse daran, jetzt die Kapazitäten sehr, sehr schnell hochzufahren, weil dann eben nach, was weiß ich, einer relativ kurzen Zeit von 6 oder 7 Monaten, wenn alle geimpft sind, diese Produktionskapazitäten leer stehen, sondern die Pharmaindustrie hat ein dezidiertes Interesse daran, dass dieses Prinzip des Produzierens und Abnehmens nach Angebot möglichst lange erhalten bleibt, damit sie möglichst lange Gewinne machen können. Und die Bundesregierung greift eben in diesen Prozess nicht ein, auf Kosten unserer Gesundheit, aber auch auf Kosten der wirtschaftlichen Tätigkeit und damit mit einem sehr, sehr hohen sozialen Preis. Wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, also einerseits wird gesagt, man möchte das nicht, andererseits berichtest du davon, dass BioNTech selbst verschiedene andere Produktionskapazitäten schon aufbaut. Also ist es dann doch prinzipiell möglich, mehr Impfstoff zu produzieren oder geht das nicht? Ich habe gehört, es würde zu komplex sein, sagen die Grünen. Stimmt das? Also meiner Meinung nach, und das bestätigt ja im Grunde genommen Spahn, wenn er sagt, er hat sich frühzeitig darum bemüht, dass eben diese Produktionsstätte in Marburg gekauft wird. Und wenn BioNTech jetzt sagt, sie kümmern sich um andere Produktionsstätten, ist es prinzipiell möglich. Und es ist halt deutlich, dass es des Drucks von links bedurft hat, also über diese Debatte über die Zwangslizenzen, jetzt dafür zu sorgen, dass solche Instrumente auch ergriffen werden. Ich befürchte aber, das wird nicht ausreichen, weil eben, wie ich gerade schon gesagt habe, für die Pharmaindustrie der Anreiz eigentlich gar nicht gegeben ist, jetzt möglichst schnell Produktionskapazitäten aufzubauen, die dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder leer stehen, sondern die haben ein Interesse daran, möglichst lang immer weiter zu produzieren. Noch ein Gegenargument. Wenn man also sagt, man zwingt die Hersteller, die Lizenzen freizugeben, würde ja niemand mehr ein Interesse daran haben, auch in die Forschung solcher Dinge zu investieren, um dann über die Patentierung natürlich auch die entsprechenden Vorinvestitionen wieder reinzuholen. Was ist eigentlich dran an diesem Argument? Das ist ein zutreffendes Argument. Also da kommen wir dann in den schwierigen Bereich der Forschungsförderung. Es ist so, dass in Deutschland, aber auch auf der EU-Ebene viele Milliarden Euro in die Forschungsförderung geflossen sind, damit diese Impfstoffe überhaupt entwickelt worden sind. Allerdings ohne, dass transparent wäre, in welcher Höhe dieses Geld an welche Firma geflossen ist, ob es nur in die Forschung geflossen ist oder ob damit auch die Produktion irgendwie angekurbelt wird. Und es sind auch bei der Vergabe dieser Fördergelder keinerlei Bedingungen formuliert worden, also was zum Beispiel die Bezahlbarkeit der Impfstoffe dann angeht, aber auch die Zugänglichkeit. Und da würde ich einfach schon den Anspruch formulieren, dass wenn Medikamente oder auch Impfstoffe mit öffentlichem Geld entwickelt werden und geforscht werden, die natürlich dann, also die Forschungsergebnisse auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen müssen. Aber es ist in der Tat ein Problem. In dem Moment, in dem man jetzt über Zwangslizenzen Impfstoffe herstellen ließe, würde natürlich bei einer weiteren Pandemie, und das wird irgendwann früher oder später dazu kommen, würden sich natürlich die Pharmahersteller zweimal überlegen, ob sie dann Impfstoffe entwickeln, weil eben halt in der ersten Pandemie deutlich geworden ist, dass die Gewinnmöglichkeiten dann einfach vom Staat begrenzt werden. Das könnte man dadurch ausgleichen, dass man nach der Pandemie versucht, den Schaden, der den Firmen entstanden ist, zu kompensieren. Man könnte es aber andererseits auch dadurch lösen, dass man einfach sagt,
man beforscht diese Impfstoffe künftig 100% mit öffentlichem Geld und könnte dann eben auch darüber bestimmen, was mit diesen Patenten passiert. Und das wäre ehrlich gesagt der Weg, den ich gehen würde. Ich würde sagen, in so einer Situation muss einfach die Forschung mit öffentlichen Mitteln erfolgen zu 100%. Und dann ist es eben halt auch im öffentlichen Interesse, dann genau festzulegen, was mit diesen Patenten dann passiert, damit man sie eben dann auch zum Nutzen aller Menschen einsetzen kann. Und damit meine ich explizit, und da würde ich gerne dann auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, weil das ist nämlich auch ein riesengroßes Problem, was damit dran hängt. Okay, also ein tatsächlich ernstzunehmendes Argument, aber zum einen möglich über Bedingungen bei der Forschungsfördermittelvergabe einzugreifen. Oder, und das ist dann so ein bisschen die Zukunftsvision, so nehme ich das wahr, tatsächlich auch einen öffentlichen Hersteller von Gesundheitsprodukten. Kann man das so sagen? Also ein Pharmakonzern in öffentlicher Hand? Das ist jetzt in der Tat, da sind wir jetzt im Bereich der Utopien. Das ist was, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich würde erstmal den ersten Schritt gehen und sagen, wenn Forschung öffentlich gefördert ist, und ich würde sagen, also im Fall von einer solchen Pandemie sollte sie zu 100% öffentlich gefördert sein, muss dann eben halt auch das öffentliche Interesse im Vordergrund stehen. Das heißt dann auch mit allen Mitteln Produktionskapazitäten hochzufahren, dafür zu sorgen, dass die Impfstoffe erschwinglich sind, dass sie sich auch arme Länder leisten können und dass sie auch in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Entsprechend haben auch die Regierungen von Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation einen Antrag gestellt, für die Dauer der Pandemie die bestimmte Patentschutzmechanismen außer Kraft zu setzen für Impfstoffe, für Arzneimittel und andere Dinge, die zur Bekämpfung der Pandemie dienlich sind, solange diese Pandemie andauert. Ich habe im Unterausschuss für globale Gesundheit die Bundesregierung gefragt, ob sie diesen wichtigen Vorstoß von Indien und Südafrika unterstützt, der auch vom Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation im Übrigen unterstützt wird. Und die Bundesregierung hat mir geantwortet, dass sie diesen Vorstoß nicht unterstützt. Also auch da stellt sich die Bundesregierung vor die Interessen der Pharmakonzerne zulasten der Gesundheit der Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das ist tatsächlich ein Skandal, das habe ich auch gelesen. Also die Tatsache, dass wir hier in der Bundesrepublik womöglich binnen der nächsten 12 Monate Impfstoff zur Verfügung haben für alle unsere Bürgerinnen und Bürger, ist ja das eine. Aber gleichzeitig weltweit ein Großteil der Menschen nicht vor 2023 überhaupt in die Lage kommt, Impfstoff zur Verfügung zu haben, das ist doch wirklich ein krasser Skandal. Ich glaube, da muss dringend was getan werden, dass die Bundesrepublik, die Bundesregierung sich hier auch so verhält, indem sie sagt, was interessiert mich das Elend anderer Leute? Das ist wirklich, als ich das gelesen habe, da haben ja auch mal kurz die Worte gefehlt. Aber vielleicht können wir jetzt auch mal direkt zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern schalten. Es wird ja angeregt diskutiert. Über 100 Leute sind auch jetzt hier im Facebook-Bereich. Und ich sehe, es gibt Kommentare ohne Ende, Thomas. Wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denn jetzt so auf? Es gibt 30 Kommentare, ohne Ende noch nicht. Das heißt, ihr könnt ruhig weiter kommentieren und fleißig diskutieren. Es gibt drei Kommentare, Fragen, die ich vielleicht jetzt einfach mal einbringen will, die, ich glaube, hier die Diskussion ganz gut weiterbringen könnten. Und zwar auch zur Frage von Patenten und der Freigabe von Patenten, schreibt Thorsten Vesper. Wozu? Damit die Chinesen sich auch einen goldenen Hintern damit verdienen können, fragt er, mit den üblichen Einschränkungen der Qualität, unterstellt er. Und dann fragt er noch sehr polemisch, ob ihr denn jetzt irre geworden seid. Also das ist sozusagen die Frage, die Befürchtung, dass man sozusagen, er denkt vor allen Dingen an die Chinesen, aber offenbar auch anderen Ländern damit was tun könnte, was quasi von unserem Geld quasi erarbeitet worden ist. Was könnt ihr dazu was sagen? Dann Tomster schreibt, warum wird erst jetzt Geld in die Entwicklung der Medikamente, gegen Covid-19 helfen, investiert? Gibt es da weitere Informationen? Und Peter Paulus findet eure Diskussion unglaublich staatstragend. Ist die staatstragend, das die Patentfreigabe? Vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen. Ach, dann los.
Ich finde mich im Übrigen gar nicht so richtig staatstragend, würde ich nochmal hier kurz einwenden. Aber natürlich wollen wir, dass Dinge geregelt sind und im Sinne der Menschen. Aber von staatstragender Politik sind wir, glaube ich, weit entfernt. Oder Achim, was meinst du? Ich weiß jetzt nicht genau, was mit staatstragend gemeint ist, weil, also da finde ich mich nicht wieder. Ich finde, dass also diese Forderung jetzt, die Pharmaunternehmen zu zwingen, Lizenzen zu vergeben, damit weltweit billig Impfstoffe produziert werden können. Das ist eine sehr antikapitalistische, das ist eine kapitalismuskritische Formulierung, die gleichzeitig internationalistisch ist. Also von daher, also verstehe ich nicht, inwiefern eine Forderung, die diese beiden Kriterien erfüllt, staatstragend sein soll. Aber vielleicht kann mir das ja noch jemand erklären im Laufe des Abends. Ich bin da gespannt. Zu der ersten Frage. Ich glaube, das wird nicht so sein, dass China jetzt plötzlich anfängt, Impfstoffe im großen Maßstab zu produzieren, der sehr, sehr schwierige Lieferbedingungen hat, nämlich der auf 70 Grad runtergekühlt werden muss, sondern ich glaube, es ist eher andersrum so, dass im Moment China ganz vielen Ländern anbietet, ihren eigenen Impfstoff zu sehr, sehr günstigen Konditionen anzubieten. So. Und es könnte sogar der Zustand entstehen, dass selbst ärmere Länder in Europa, wie zum Beispiel Griechenland, am Schluss gezwungen sind, auf chinesische Impfstoffe zurückzugreifen, weil die anderen nicht zugänglich sind. Was ich aber viel, viel wesentlicher finde, ist, dass eine Pandemie, das ist eine Epidemie im Weltmaßstab. Die kann nicht in einzelnen Ländern oder in einzelnen Kontinenten bekämpft werden, sondern die kann nur international, die kann nur global bekämpft werden. Und solange sie nicht global bewältigt ist, ist sie gar nicht bewältigt. Das kann man zum Beispiel sehen im Bereich der Wirtschaft, also dann durch die globale Vernetzung der Wirtschaft. Solange einzelne Länder im Lockdown sind, sind Lieferketten unterbrochen, sind Handelsketten unterbrochen. Das heißt, solange wird die Weltwirtschaft auch nicht funktionieren. Das heißt, das ist eine gemeinsame Aufgabe, die nur gemeinsam angegangen werden kann. Und meine These ist, dass die Bundesregierung es versäumt hat, frühzeitig darauf zu setzen, in internationaler Kooperation so viel wie möglich Impfstoffe überall weltweit produzieren zu lassen, sobald es wirksame Impfstoffe gibt. Das hätte der Kern der deutschen Politik sein müssen, auch im internationalen Maßstab. Stattdessen hat man entgegen dem, was Jens Spahn betont, tatsächlich nur eine nationale Lösung vor Augen gehabt, die maximal europäische Belange mit einbezogen hat, die aber vor allem, und das ist auch das Gegenteil von staatstragend, die Belange der Pharmaindustrie in den Vordergrund stellt. Die zweite Frage habe ich vergessen. Thomas? Ja, ich komme wieder. Hier bin ich. Die zweite Frage ist, also genau, das war die Frage wegen China sozusagen, war eine Frage, und die Frage nach, warum es jetzt Geld investiert wird, um mit dem Medikamente zu entwickeln, die gegen Covid-19 helfen. Also das ist nicht zutreffend, sondern das ist schon letztes Jahr passiert. Das sind, ich glaube, in europaweit war das zwischen 7 und 8 Milliarden, die da investiert worden sind. Allerdings eben halt auf eine sehr, sehr intransparente Art und Weise, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und auch so, dass man das nicht an Bedingungen geknüpft hat. Und das ist der eigentliche Skandal. Man hätte sicherstellen müssen, dass wenn Impfstoffe oder auch Arzneimittel mit öffentlichem Geld beforscht werden, dass sie dann eben halt auch zu erschwinglichen Preisen angeboten werden müssen und dass sie dann auch für die Allgemeinheit zugänglich sind. Von mir nochmal die Frage, weil wir gerade beim Staatstragenden und auch beim sind. Was ist denn eigentlich unsere Vorstellung davon, weltweit diejenigen mit Impfstoff zu versorgen, wenn man sagt, naja, wir brauchen eine Pandemiebekämpfung nicht im nationalen, auch nicht im europäischen Maßstab, so wie sich die Bundesregierung immer auf die Schulter klopft, sondern im weltweiten Maßstab. Was sind unsere Ideen dafür, das zügig umzusetzen, und zwar auch vor 2023? Also das bedeutet, dass man erstens mal, wie ich ja schon gesagt habe, den Patentschutz aufheben muss. Man muss die Patente einfach zugänglich machen, dass sie überall produziert werden können. Und man muss zweitens, und das ist ganz, ganz wichtig, man muss dafür sorgen, dass es auch einen entsprechenden Technologietransfer gibt. Weil das ist natürlich zutreffend, also die Produktion von Impfstoffen, das ist kein
einfacher Herstellungsprozess, sondern da gehört ein technisches Know-how dazu, das eben dann auch mit zur Verfügung gestellt werden muss. Aber ich finde nochmal, also das ist der gravierende Unterschied zwischen dem, was die Linke fordert und dem, was alle anderen Parteien fordern. Es kommt darauf an, wirklich diese Pandemie weltweit zu bekämpfen. Und da dürfen weder nationale noch wirtschaftliche Interessen entgegenstehen, sondern wir brauchen hier einen ganz, ganz anderen Ansatz, diese Pandemie tatsächlich ernst zu nehmen, die Bedrohung von Millionen von Menschen ernst zu nehmen und auch die sozialen Folgen, die diese Pandemie überall weltweit hat. In anderem Zusammenhang sind wir da ja als Linke durchaus auch dabei, wenn es darum geht, die Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems in die Sprache zu bringen. Wir fordern 100.000 mehr Pflegekräfte, wir fordern öffentliche Krankenhäuser in allen Kreisen und Städten. Das ist ein Punkt, wo es schon ums Öffentliche geht. Aber wie ist das denn aus deiner Sicht jetzt, wenn wir an die Corona-Pandemie denken, hat das auch zu einem Umdenken in der Bevölkerung bezüglich dieser marktförmigen Forschung geführt? Wie ist aus deinem Wahlkreis, aus deinem Fachgebiet die Rückmeldung in der Bevölkerung dazu? Also ich bin in den letzten Monaten in Hessen symbolisch mit einem Krankenhausbett und OP-Kitteln auf vielen, vielen Straßen und Plätzen unterwegs gewesen, um einfach nochmal das zu thematisieren, welche Schlussfolgerungen wir jetzt schon aus dieser Pandemie für unser Gesundheitssystem ziehen können. Und ich habe dabei die Erfahrung gemacht, also dass die meisten Menschen der Meinung sind, dass unser Gesundheitssystem schlicht und ergreifend zurück in die öffentliche Hand muss, weil es unanständig ist und auch eine Fehlsteuerung, wenn über Leben und Tod, wenn damit Geschäfte gemacht wird. Das kann man ganz einfach daran sehen, zum Beispiel, dass eben halt Krankenhäuser, wenn sie privatisiert werden oder wenn sie sogar stillgelegt werden, ich erinnere daran, die Bertelsmann Stiftung hat vor kurzer Zeit, ist noch gar nicht so lange her, gefordert, 60% der Krankenhäuser in Deutschland stillzulegen. Das höre ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Und der Gesundheitsminister ist Ewigkeiten durch die Gegend gelaufen. Er hat gesagt, also durch die erste Welle sind wir relativ gut gekommen, weil wir so eine gute Krankenhausversorgung haben. Also sprich, das ist eigentlich nur dem zu verdanken, dass sie ihre Pläne noch nicht umgesetzt haben. Nur ich fürchte, dass wir am Ende dieser Pandemie eine entgegengesetzte Entwicklung haben werden. Es ist zu befürchten, dass die Kosten der Pandemie eben halt auf die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung abgewälzt werden. Wir wissen, dass es im nächsten Jahr ein Defizit von über 16 Milliarden Euro bei der gesetzlichen Krankenversicherung geben wird. Und ich befürchte, dass wir dann mit einer Diskussion konfrontiert sein werden, wie hoch die Zusatzbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung steigen müssen, beziehungsweise welche Leistungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung gestrichen werden müssen. Das heißt also, hier müssen wir, und da bitte ich alle, die jetzt hier zuhören, wirklich mitzuhelfen, müssen wir offensiv in eine Diskussion kommen, dass das Gesundheitssystem als öffentliche Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand gehört, dass wir eine neue Form von Krankenversicherung blau brauchen, eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, in der dann wirklich auch alle Mitglied sind, das heißt also auch die, die viel verdienen, damit wir eine solide Finanzierung bekommen, damit eben diese Pandemie am Ende nicht dazu führt, dass die Versorgung noch schlechter wird, als sie vorher schon war. Ja, ich kann ergänzen, dass auch der staatstragend anerkannte Pandemiebekämpfer Karl Lauterbach ja noch vor einiger Zeit sich dieser Bertelsmann-Forderung nach Schließung der Krankenhäuser durchaus genähert hat. Ja. Jetzt wiederum durchaus da anderer Auffassung ist. Vielleicht wäre da ja auch mal ein Wort des verändernden Bedauerns fällig, Herr Lauterbach. Naja, wir werden sehen. Herr Lauterbach, es ist immer sehr spannend, mit dem zu diskutieren, weil er sich immer wahnsinnig. Interessanterweise hat er die letzte Diskussion, wo er eigentlich mein Gesprächspartner hätte sein sollen, dann abgesagt und es kam jemand anders von der SPD. Also das finde ich sehr, sehr bedauerlich, dass er sich dann solchen Argumenten nicht stellt, sondern einfach seine Position wechselt, ohne das irgendwie transparent zu machen. Das wäre für mich wirklich spannend. Vielleicht hört er ja zu, da tatsächlich nochmal in einen gedanklichen Austausch mit ihm zu kommen. Ja, wir sind gespannt. Und als Linke sind wir natürlich auch immer an Austausch von Argumenten interessiert. Vielleicht noch zu dem zweiten Punkt, du hast ihn angesprochen. Das öffentliche Gesundheitssystem, Zwei-Klassen-Medizin wollen wir nicht haben. Und über zwei Drittel der Bevölkerung machen das auch so, also unterstützen das. Und du hast die Krankenkassen angesprochen.
Was können wir tun, dass ihm diese 16 Milliarden nicht am Ende in Form von Beitragserhöhungen auf den normalen Versicherten umgewälzt werden? Also die wesentliche Forderung ist erstmal, dass alle Kosten, die jetzt direkt mit der Pandemie zu tun haben, wie zum Beispiel Impfkosten, aber auch bestimmte Medikamente, dass die nicht zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung gehen dürfen, sondern die müssen über eine Erhöhung des Steuerzuschusses an die gesetzlichen Krankenversicherungen ausgeglichen werden. Zum Zweiten muss sichergestellt werden, dass sich die privaten Krankenversicherungen keinen schlanken Fuß machen, wenn nämlich ein Anspruch zum Beispiel auf Tests besteht, der dann von der gesetzlichen Krankenversicherung alleine bezahlt wird für alle, egal wo sie versichert sind, entsteht da natürlich ein Ungleichgewicht. Und drittens, und das ist die sehr, sehr weitestgehende Forderung, ich kann das nur noch mal wiederholen, brauchen wir dringend ein neues Versicherungssystem, bei dem die private Krankenversicherung keine Rolle mehr spielt als Vollversicherung. Die wird aufgelöst. Stattdessen muss es nach unserer Vorstellung eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung geben, in die alle einzahlen, also auch Beamte, aber auch Politikerinnen und Politiker, Bundestagsabgeordnete. Und zwar ohne Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt also, das volle Einkommen wird in voller Höhe bei der Beitragsbemessung herangezogen und es werden alle Einkommensarten einbezogen, also auch wenn jemand, was weiß ich, ganz, ganz viele Mietwohnungen vermietet oder aber Einkünfte aus der Spekulation mit Aktien hat, dass auch solche Einkommen verbeitragt werden. Das hätte den großen Vorteil, dass die Beitragssätze für die meisten Menschen sinken würden. Das ist sehr, sehr attraktiv. Das würde auch entlastend wirken für ganz viele Haushalte. Und es hätte gleichzeitig den Effekt, dass unsere Gesundheitsversorgung dauerhaft solide finanziert wäre. Ja, das sagt Kessler. Wir wollen ein öffentliches Gesundheitssystem. Wir wollen die Patente freigeben und wir wollen die Forschung auch mit öffentlichen Mitteln an Bedingungen knüpfen, sodass sie auch dann der gesamten Weltbevölkerung zugutekommen. Vielen Dank, Achim, dass du heute hier bei uns warst. Ich denke, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Wir werden auch als Linke an diesem Thema dranbleiben. Und ich freue mich darauf, wenn wir die Initiativen der Linksfraktion im Bundestag mitverfolgen können und auch weiter darüber diskutieren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war mein erster Webinar 2021. In diesem spannenden Jahr, das ist ja schon richtig heftig losgegangen, gestern Abend ein Angriff auf die Demokratie, schauderhaft. Es gilt, dass wir die Demokratie auch weiter verteidigen bei uns, ebenso wie in den USA. In der nächsten Woche habe ich Thomas Lissner gesagt. Thomas ist bei der Gewerkschaft EWG in Chemnitz und kämpft gegen die Schließung von Haribo, dem Werk, das als einziges im Osten Gummibärchen produziert und vor allen Dingen dort den Menschen Arbeit und Einkommen verschafft. Thomas wird dort berichten, wie auch die Ossis, ich bin da ja auch einer, wie die Ossis dort auch gewerkschaftliche Kämpfe mal üben und auch ordentlich loslegen. Da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank, dass ihr mitgehört habt. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank auch nochmal an Achim. Bis dann. Tschüss.